Klimaseitendeckel. Haben wir auch lackiert. Ja. Janis hat ihn dann leider Gottes so aufgehangen, das heißt, der Lack ist runtergelaufen. Was sagst du zu deinem Fauxpas? Es ist genau andersrum. Genau. Man hätte ihn hinlegen sollen. Richtig. Was meinst du, hast Bock? Ja. Und los. So, während Janis da drüben die Schrumpfschläuche noch schrumpft, kümmere ich mich jetzt hier um den Seitendeckel. Zwar vorgefettet, aber Fett schadet nie. Legen das hier oben in das Loch vernünftig ein. Achten darauf, dass es unten auch richtig drin sitzt. Der Vierkant hier oben, da kommt ja dann später die Tachowelle rein. Jetzt brauchen wir das Plastikkäppchen. So. Richtig reinstecken. So. Okay. Dass das schön bündig sitzt. Und dann dreschen wir jetzt hier den Kerbstift wieder rein. Mal gucken, ob sich es bewegen lässt. Bewegt sich einmal voll. Okido. So. Also nachdem wir keinen passenden Schaltplan haben und der Kabelbaum ja auch mehr whatever sein mag als ein Schaltplan für eine S53, müssen wir jetzt basteln. Janis schraubt gerade hinten nochmal Schutzblech ein bisschen lose, dass wir da mit den Kabeln durchkommen. Jetzt arbeiten wir uns quasi von hinten nach vorne mit dem Kabelstrang. Schauen wir mal. Falsches Zündschluss haben,
müssen wir jetzt etwas improvisieren. Ich habe mir hier schon mal eine Schablone angefangen. Poppen hier irgendwie ein Loch rein, dass das Zinsschloss da drin hält. Also ich werde hier erstmal Löcher bohren und dann das halt sauber machen mit einem Dremel oder so. Schauen wir. Ja, jetzt tänzelst du hier immer noch rum. Hast du das Ding jetzt immer noch nicht fest? Nee, was ist denn los? Schwarzes Loch Anomalie der Schräubchen und Motor und Umschalten, ne? Von 77 bis heute zu erleben. Wann genau das Online-Museum an den Start geht, soll bald verkündet werden. Sobald es mehr dazu gibt, wo willst du hin? Und das waren die Nachrichten. Warte mal, wo willst du hin? Wo hast du gleich? Ja, ich hab sie. Wo hast du die denn? Wo ist sie drin? Ja, und am Freitag ist es. Moment, gib mir mal die andere, die ich das erste gegeben habe. Wo die sagt, dass die sei zu kurz. Du will die mal bitte her. Ja, soweit ist sie draußen. Nee, lass die drin. Lass die drin, so wie gesagt. Ich hab sie doch. Ist sie drin? Ja. Ja, dann lass sie drin. Und bring mir die andere. Ja. Sei mal so gut. Ich bin so gut. Und pass ja auf, dass du das nicht rausrutscht. Wo willst du hinrutschen? Das Ding ist einfach drin. Surprise, surprise, die darf auch gleich wieder raus wahrscheinlich. Nee. Die ist ungefähr 3 Kilometer zu lang. Tja, ja. Probier. Und jetzt sag nicht, die passt einmal frei. Ja, ohne Probleme. Nein. Volles Rohr. Da kriegst du das hier. Da kriegst du nur noch das hier vor. Das. Probier. Aber wenn es zu klein ist, dann. Ich hab's dir gleich gesagt. Das ist wieder reingepobelt, Mann. Ja, dass er endlich drin ist. Naja. Wie viele Leute braucht man, um eine Lampenfläche zu montieren? Scheißdreck hier. Digga! Eine Mission! Thank you.
Ding da rein, ey. 3 Kilometer Schraube, da. Dankeschön, her damit. Hier, eine noch. Du brauchst es hier. Ja, vergiss die. Die erste? Jetzt brauchst du es. Was ist das Problem? Ach. Willst du gucken? Sitz. Like a boss. Mit Schraube kurz. Ein Ticken kürzer. It's peanut butter jelly time. Peanut butter jelly time. Peanut butter jelly time. Where you at? Where you at? Where you at? Where you at? There you go. There you go. There you go. Kriegst du das Ding wenigstens rein? Ja. Mit Kabelbaum. Also Kabelbaum selber anschließen dann. Scheiße, Uli, ich hab's auch Kamera, Mann. Der Blick so. What? Ja, ich stand hier. Ja, gut, Akkuwechsel. Spaß beiseite. Keine Regeln, keine Limits. Die Taschen leer, die Leber schwer, den Kopf zu voll. Wir waren Peter Pan der Straße. Wir rauchten Feenstaub und schwitzten Rock'n'Roll. Lange Nächte, hart gefeiert. Der Boden klebt, wir haben gelebt, alles probiert. Und auf dem Flug Nimmerland. Alle Schranken, alle Grenzen ignoriert. Immer jung. Die ganze Welt war uns zu klein. Wir wollten frei und nie erwachsen sein. Immer jung. Wo uns sagt nur die Ewigkeit. Wir hatten keinen Plan und endlos Zeit. Ach, wenn man doch nur ein Snickers hätte, wenn's mal wieder länger dauert. Janis, was hast du denn da jetzt für eine Schraube? Ist die einen Ticken länger? Und wir stehen jetzt ungefähr seit gefühlt 7 Stunden hier dran. Weil zuerst war die Schraube zu lang, dann zu kurz, dann war sie jetzt einen Ticken länger geworden. Aber Chat, wie ihr seht, es läuft nicht. Ja? Musikgeschmack ist auch gleich null. Und übrigens, ja, da geht's los. Da geht's los.
War das ein Ticken zu lang? Ja. Alle, und hatte ich mich eigentlich gesagt, du sollst auch das hier machen? Ja. Sollst du dich nur daneben schmeißen? Ohne Papier. Was könnte denn das sein? Wo könnte das wohl hingehören? Was ist denn wohl gekommen, wo ich dachte, das ist jetzt wirklich dein? Du hast poliert? Ja. Ich habe gesagt, ich montiere dein. Wo ich dir noch was erklärt habe, über Nadelstellung, Lagedöns. Das ist deine Vergaser-Ansaugmuffe. Die kommt zwischen Herzkasten und Vergaser. Ja, ja, schön für dich, ne? Mach deinen Scheißdreck alleine. Schon klar. Ja, ist ja in Ordnung. Ich mach ja schon, Chat. Schreibe nicht so an. Ich verstehe. Was verstehst du? Mann, diese Scheiße! Was? Hab ich gar nicht gesagt. Ich bin hier immer komplett entspannt, ja? Alles jugendfrei? Ja? Jetzt muss ich hier diese scheiß fucking Arschdreck. Deswegen beraten genau. Kanzlerin Angela Merkel und Laschet seit dem Nachmittag über strenge Maßnahmen. Glaubst du, warum ich das sage? Warum macht ihr diese Scheiße dran, Alter? Schon am Montag in Kraft treten soll. Fucking Bullshit, Mann! Nach dem Fund einer 250 Kilogramm schweren amerikanischen Fliegerbombe in Nürnberg bereitgestellt. So, und drauf ist der Mist, Alter. In einer Baugrube entdeckt worden. Fucking Scheiße! Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und ja, aber komm, so schlimm ist es jetzt wirklich nicht. Also ich fluch zwar ab und an, aber nicht so viel. Und ich habe einen besseren Musikgeschmack. Def Leppard haben jetzt die Eröffnung ihres eigenen virtuellen Museums angekündigt. Und Def Leppard.